Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Herzlich willkommen beim 160. Audio-Stammtisch des Retro-Kompotts. Ja, heute natürlich wieder mit ganz vielen tollen Themen, alles querbeet, nicht nur Retro, auch alles, was uns so bewegt. Und schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Dann will ich doch mal schauen, wer heute alles dabei ist. Und zwar ist heute dabei der Patrick, unser Bug of NCI. Ja, das musst du nicht jedes Mal zusagen, das versteht sowieso keiner. Aber vielen Dank für die Begrüßung und ich finde es spannend, dass du schon weißt, welche Themen heute kommen. Ich weiß es nicht. Naja, komm, das war jetzt sehr simpel. Wobei ich bei der 160 eben auch wieder so einen kleinen Zungenbrecher hatte, aber ich hoffe, man hat es trotzdem verstanden. Also es kommen wie immer interessante Themen, da kannst du sicher sein, ja. Ja, natürlich kommen interessante Themen, das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Deswegen sage ich ja heute nicht nur Retro, sondern alles, was uns so bewegt, das weiß man doch vorher schon. So, der nächste ist Jörg. Hallo Abend. Jörg. Hallo, guten Abend. Dann mache ich mal weiter und zwar ist Pagefall 2000 noch dabei, die meisten kennen ihn unter Ingo. Ja, hallo, auch einen schönen guten Abend von mir. Dann hätten wir noch den Sky76, der Bernhard. Ja, hallo, das war jetzt echt eine lustige Einleitung. Wieso? Wegen meinen... Ja, weil sonst läuft es immer so nach Regel ab und so und ich glaube, das war ganz witzig jetzt. Ach, wer hält sich hier schon an Regeln? Ich nicht. Aber so, dann jetzt halte ich ja das Ganze auch noch weiter auf, um Gottes Willen. Alles gut. Und dann haben wir hier noch den Wolle77. Hallöchen. Hallo, guten Abend. Und dann natürlich, die Miri Moschpit, das bin ich, die Miri. Einen wunderschönen guten Abend und viel Spaß bei unserem Audiostammtisch des Retro-Kompotts. Ich glaube, wir nehmen dich jetzt jedes Mal für die Ansage. Ach nee, komm. Eine Sache nur kurz vorab. Ingo, dir geht's noch gut, oder? Warum? Wir haben ja unser Best-of-Twitch-Clips, auch ein schöner Zungenbrecher. Twitch! Und da bist du ja zweimal dabei, an weiß gewordenem Ingwer zu riechen oder hast angekündigt, ihn lutschen zu wollen. Und es haben sich diverse Leute erkundigt, ob es dir noch gut geht und empfohlen, diese Tüten zu entsorgen. Ich habe mich noch nicht getraut, das zu lutschen. Es haben dir mehrere Leute empfohlen, verschimmelten Ingwer wegzuschmeißen. Nee, der liegt immer noch da hinter mir. Also ich kann ihn euch zeigen, aber gut, jetzt gerade nicht. Ich möchte deinen verschimmelten Ingwer nicht sehen. Er hat ihn zweimal gezeigt. Und ich habe auch noch zwei abgepackte Tüten auch noch im Küchenschrank, und weil ich habe das so einem Kilobeutel gekauft und habe die dann abgefüllt. Und es war ehrlich gesagt doch ein bisschen zu viel. Aber du weißt schon, dass das weiße Schimmel ist. Ja gut, es gibt auch Schimmelkäse, oder? Den gibt es sogar mit Schimmel obendrauf. Aber doch nicht den Ingwer. Doch, bei Ingo schon. Übrigens, Ingo, ich habe mir von M. Eukal Ingwer-Gummidrops gekauft. Die sind echt lecker. Aber die sind ja auch nicht verschimmelt. Ja? Nein, da ist ein bisschen Zucker obendrauf und Ingwer-Extrakt. Schmeckt sehr gut. Es haben sich wirklich Leute besorgt, gemeldet, und nochmal darauf hingewiesen, dass man die vielleicht nicht essen sollte, weil... Aber war das nicht schon ein bisschen lange her? Oder ja, wir haben das Best-of ja erst jetzt reingestellt und... Ingo, verschimmelter Ingwer führt zu Haarausfall. Ingo, du bist zweimal geklippt worden damit bei Twitch, deswegen... Was war das zweite Mal? Du hast einmal bei The Witness die Tüte hervorgeholt, gesagt, du schnüffelst gerne dran. Und beim ersten Mal hast du gefragt, ob du daran noch lutschen kannst. Das war eine andere Sendung, ich weiß nicht mehr welche. Ist aber in den Best-Offs bei YouTube mit drin. Wir machen ja einmal im Monat jetzt so ein Best-Off, was geklippt wird. Und du hast zweimal einen Ingwer gezeigt. Das fand ich sehr gut. Lustig. Also die haben alle nur möchten einfach nur helfen. Ach, wie weit seid ihr eigentlich noch bei The Witness gekommen? Wir haben das Endrätsel dort... Nein, was ist wir? Michael hat das Rätsel noch gelöst und dann haben wir gestoppt. Ah, okay, super. Ja, weil ich war einfach zu müde. Ich habe das irgendwie nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich war todmüde und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, wenn man dann vom Stuhl fällt fast. Ja, und ich möchte mal kurz einwerfen. Willkommen, Carsten. Ja, hallo zusammen. Hallo. Ich habe gerade irgendwas verstanden, irgendwas mit Karpfen. Ich dachte, was für die... Hallo, Karpfen. Ingo, du bist unmöglich, echt. Der wird immer besser. Ich habe irgendwie Wasser mit den Ohren momentan. Ich glaube, ich muss sie mal waschen.
Du hast Wasser mit den Ohren? Danke gleichfalls. Da muss ich jetzt an die Szene denken bei Shrek 1, wo er sich diese Kerze aus dem Ohr zieht. Ja, bei Ingo sind höchstens Ingwerstücke drin. Aber nicht verschimmelte, oder? Doch, natürlich. Was weißt du, wie lange die da schon drin sind? Du bist ekelig. Muss ich mal gucken. Ey, wie gesagt, ich empfehle noch einmal Best of Twitch-Clips. Ich habe so eine Rohrkamera, da kann ich mal rein. Boah, Ingo, das im Twitch-Stream und ich glaube, der Reihe nach sind alle am Brechen. Ich wiederhole nochmal, Best of Twitch-Clips auf Was YouTube ist das lohnt Problem? Sich Moment, das ist eine Rohrkamera, das kennt man doch. Natürlich, die benutze ich auch täglich. Ich möchte keine Details hören, bitte. Ich hatte gerade ein bisschen Kichererbsen-Curry und das möchte auch im Magen bleiben. Und Ingo, ich weiß nicht, wo du die sind deine Rohre denn alle so, wie du es dir vorstellst? Ich benutze keine Rohrkameras. Nirgendwo. Ich hatte mir die mal gekauft, weil ein Kabel einziehen und das wurde irgendwo oder blieb irgendwo hängen. Und da wollte ich mal wissen, an was es hängen bleibt. Und da war halt wirklich der Kabelkanal irgendwie eingedrückt. Und gut, es hat dann auch nicht viel weiter geholfen, aber ja, gut, es war eigentlich dann ganz gut zu haben, weil seitdem habe ich die nie wieder benutzt. Okay. Allerdings bringt mich hier die Miri auf Ideen. Nein, Ingo, bitte nicht. Und auch nicht während des Streams, das habe ich schon bei Visitas. Ich könnte meinen Ingwer hinter dem Schrank suchen. Oh Gott. Was macht denn bei dir Ingwer hinter dem Schrank? Stell doch nicht noch Fragen, lass es doch einfach noch schimmeln. Keine Rückfragen. Bei solchen Sachen einfach keine Rückfragen stellen. Ich bin hier gerade innerlich gerade am Weglachen. Aber gut, dass das keiner hört. Aber du kannst gerne den Knopf drücken. Vielleicht hört man es dann. Ich habe eine Frage hier an den Bernhard. Ich habe mal so ganz nebenbei mitbekommen, im Discord irgendwas geschrieben. Du suchst eine Lösung zum Capturen von irgendwelchen Geräten. Genau, vom Mister. Genau, weil du hattest nämlich auch, von Elgato diese 4K-Box erwähnt, mal ganz kurz, aber du hast doch Mac, oder? Genau, und die geht ich habe nicht dort damit. Kein Pass-Through. Die funktioniert. Auch noch. Das ist die einzige, also diese Elgato funktioniert nicht, weil die wollte ich auch mir schon mal holen, hatte die sogar schon im Warenkorb, hatte die auch sogar gekauft, weil da gab es irgendwie so einen Schnäppchenpreis, hab die aber dann storniert, nachdem ich gelesen habe, dass die nicht mit Macs funktioniert. Und ich selber habe ja zweimal die Elgato HD60 Plus, also das ist die normale Capture-Box und die geht eigentlich ganz gut, aber gut, du hast ja auch überlegt, vielleicht mal dieses Atem zu holen, weil ich glaube, dass ich das, bitte? Ja, das Atem habe ich schon, aber das ist mir zu viel, zu großes Zeug auf dem Schreibtisch und zu viel Kabelgedöns. Ach so, weil ich habe jetzt bei mir die HD60 Plus oder S Plus oder wie die auch heißt, habe ich bei mir im Kabelkanal unter dem Schreibtisch. Genau, und da habe ich irgendwo gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass die HD60 Plus, war das die HD60 Plus oder die HD60? S Plus, oder das ist die größere mit HDR. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, aber gut, das macht sich preislich jetzt nicht viel. Deswegen, das ist das aktuellste Modell, glaube ich, von denen, also in diesem Segment. Ich arbeite immer noch mit einem 7-Euro-China-System und es funktioniert beim Stream perfekt, weil ich darauf nicht spiele, sondern auf dem zweiten Bildschirm. Das hat natürlich Delay wie sonst was, aber läuft fehlerfrei. Aber ich weiß nicht, was auf dem Mac geht. Ich habe wirklich 7 Euro für das Ding bezahlt und es läuft perfekt und schleift einfach das Bild durch. Ja, du kannst aber nicht das dann leckfrei durchschleifen, weil muss ich auch nicht. Was ich gerne mache, ich habe zum Beispiel jetzt auch die PlayStation 2, habe ich mir ja gekauft, also mehrfach, und die habe ich dann über meinen Receiver durchgeschliffen in die Elgato rein und zeigt mir das Signal dann halt hier auf dem Monitor an. Ich habe zwar Picture-in-Picture, aber das ist halt irgendwie unhandlich. Also ich mag es dann lieber im Fenster, dass ich das halt irgendwie schön skalieren kann. Das habe ich ja parallel. Ich habe ja einmal das Lag frei zu sehen und einmal im OBS, wo es in ein paar Millisekunden zurückgeht. Aber genau so habe ich das auch gemacht, weil Patrick das empfohlen hat, habe ich das genauso gemacht und ich habe ja mehrere Videos gestreamt bei einem Retro-Lagerfeuer. Wunderbar. Das ging wunderbar, genau. Ich konnte vernünftig spielen. Jetzt habe ich ja sogar bezahlt, auch 10 Euro höchstens oder sowas. Ja, irgendwie so, weiß ich nicht. Ich musste ja noch hier die ganzen HDMI-Kabel noch dazu holen. Die waren teurer als das Device. Ja, und hat aber einwandfrei funktioniert, muss ich sagen. Also das hat ausgereicht. Aber ihr habt dann einen eigenen Monitor noch, oder? Nee, Bild in Bild. Ja, jetzt habe ich zwei Monitore. Ich hatte vorher einen großen Monitor, habe aber OBS einfach laufen lassen im Hintergrund. Ich musste da auch nicht drauf gucken, habe halt einfach dann auf den Mister umgeschaltet. Das hat dann in Ruhe im Hintergrund gestreamt. Ich habe das ja auch nur aufgezeichnet, das war ja keine Live-Aufzeichnung.
Das war einwandfrei. Also ja, ich mache es bei mir selbst bei Live, mache ich es einmal mit Bild in Bild, wo ich es halt lagfrei habe. Und im OBS habe ich halt parallel laufen, leicht verzögert, wo ich den Stream drin sehe und sowas dann auch. Aber geht also wunderbar. Ich habe das ja jetzt direkt über also OBS, also Captured, eingebunden. Und da ist es eigentlich auch im Prinzip fast lagfrei. Ja, also es ist aber bei dem 7-Euro-Teil auch. Deswegen bin ich halt so geschockt. Also ich merke, ich kann da halt nicht Wintergames drin spielen. Da merke ich es wieder, dass da ein leichtes Delay ist. Das ja, Spiel ist im Fenster. Aber ich finde es erstaunlich, dass die Chinesen das für unter 10 Euro hinkriegen. Das finde ich halt unglaublich. Ich glaube schon, dass es da halt einen gewissen Unterschied gibt, auch mit der Elgato. Also, Im Delay ja, aber nicht in der Qualität, ja, wenn du es hinterher anguckst. Das ja, also das ist ja jetzt auch, glaube ich, kein Thema, aber halt im Delay. Nee, aber ich hätte nie gedacht, das funktioniert. Ich kann fast mit, also wenn ich jetzt kleine CVC-Spiele spiele, spiele ich sie sogar mit Delay im OBS fehlerfrei. Und wenn ich was zeitkritisches spiele, mache ich es halt im zweiten Fenster. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Elgato, die kostet ja 150 Euro. Wobei, ich habe jetzt eine, glaube ich, zum Black Friday bekommen für 90 Euro. Deswegen habe ich mir eine zweite noch geholt. Das oh Mann, Ingo hat Redundanzen, da träumt sonst wer von. Nee, das ist jetzt, weil auch meine jüngere Tochter, die streamt ja jetzt mittlerweile ab und zu. Und deswegen, weil ich halt immer keine Lust gehabt, das jetzt abzubauen von mir und dann da aufzubauen. Und deswegen hatte ich dann, eine zweite dann halt geholt. Wie heißt die günstige Hardware, die ihr gerade Die heißt einfach gar nichts. Da guckst du einfach bei Amazon nach Capture. Was haben wir gesucht? Was habe ich dir geschickt, Miriam? Das ist so ein Splitter, keine Ahnung. HDMI Capture Splitter oder sonst was. Und das steckst du rein, hat keinen Treiber, gar nichts, läuft sofort. In OBS wird das eigenes Gerät erkannt. Und du hast ein zweites Signal, was du halt einen zweiten Monitor oder als Bild in Bild nehmen kannst. Und es hat keine Nachteile. Also das läuft in der Qualität super. Das ist jetzt nicht das Ding, was ich auch neben mir liegen habe, was mal 20 gekostet hat, HDMI Video Capture. Ja, ganz sowas. Das heißt ja jeden Tag anders. Ja, richtig, ja. Aber ich habe hier bei 30 FPS, keine 60, aber das reicht ja. Was jetzt bei Retro-Spielen auch extrem schlimm ist, genau. Ja, eben. Das heißt HD Video Capture, genau. Meine das habe ich neben mir liegen. Ja, das läuft wunderbar. Also wirklich ziemlich genial. Für einen Mister ist es perfekt. Also ich finde es geil, dass es geht für den Preis und ich war geschockt, dass es geht, weil hätte ich gewettet, dass da ist irgendwo ein Haken drin. Ja, die Bildqualität finde ich, Bildqualität finde ich ein bisschen schwierig. Diese JPEG-Kompression ist schon, finde ich, recht heftig zu sehen, aber richtig, wenn man das streamt oder so, dann sieht man es nicht. Beim Stream siehst du es nicht. Also ich habe den Vergleich gemacht, direkt aus dem, du siehst es nicht. Also ich habe ja auch damit diverse Streams gemacht schon. Ich habe in meinem ersten Test ein Fire TV dran gehängt, was überraschenderweise geht. Okay. Und da hat man natürlich in den Farbverläufen und so weiter überall was gesehen, aber es ist natürlich andere Qualität. Ja. Aber wie gesagt, 7 oder 8 Euro waren das und das ist halt ein Witz dafür. Das ja, ist genial. Und das reicht ja für einen Stream von Mister völlig aus, weil die Spiele sind sowieso völlig überdimensioniert. Wir streamen in HD ein Spiel, was 180 Pixel hat teilweise. Also das ist schon, da sind wir schon ein bisschen drüber, sag ich mal dezent. Und so krasser ist, dass ich gerade mit der USB-Analog-Capture-Hardware rumgekämpft habe und Treiber sind von 2010, obwohl es heißt, es läuft darunter Windows 11 oder Windows 10 und kann nur 30 Bilder pro Sekunde, keine 25. Und du weißt ja so, in PAL-Land ist es ein bisschen schlecht, wenn man noch so ein paar alte Videoschätze irgendwie digitalisieren, retten will und ich kann das Ding nur auf 30 stellen, nicht auf 25, ist das... Ich dachte, nach 20 Jahren wäre es schon durchaus möglich, für 20 Euro was zu kriegen, was einfach ein einfaches Capture hinkriegt, weil danach bearbeite ich das Ganze eben mit Denoising und so weiter in Avisynth. Aber wie gesagt, das war ein Reinfall, geht gleich morgen wieder zurück. Ja, ich habe noch mal eine andere Frage, das ist was völlig anderes. Ich wollte eigentlich, das hat mit Spielen zu tun, hat nichts mit dem Thema zu tun, einfach nur, weil ich gerade hier völlig verwirrt bin. Ich wollte so gerne das Horizon Forbidden West spielen. Ich habe mir dann bei Amazon die PS4-Version gekauft mit dem kostenlosen Upgrade auf PS5. Das ist ja, gibt's da ja als Special Edition. Und ich habe jetzt eben mein Paket hier aufgemacht vor 3 Minuten und da liegt eine PS5-Version drin. Die ist dann nicht kompatibel. Da haben sie vergriffen, ne? Oder? Ist aber eigentlich teurer, oder nicht? Das ist richtig, aber sie haben mir eine PS5-Version geschickt und auf der Rechnung steht drauf PS4. Das ist doof. Kann es sein, dass die PS4-Version damit drauf ist? Nee, ne? Das kann aber sein. Also ich glaube nicht. Wahrscheinlich lädt der das irgendwo dann runter. Ja klar, nur. Weil bei mir, ich habe mich sowas von geärgert. Ich hatte ja Pre-Download gemacht, ja. Hab dann heute nach der Arbeit eingeschaltet und dann hat er angefangen, Patch runterzuladen. Und ja gut, aber. Ja, aber ich kann ja die PS5-Version wahrscheinlich nicht die PS4 legen, oder ist das irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt eine
PlayStation 4 Version auf CD gibt, ob die anders aussieht, weil bei Amazon sieht das Bild halt anders aus, da steht PS4 drauf, ja. Aber es kann natürlich sein, dass sie es zusammengekippt haben, also, einfach. Sagen wir mal so, technisch kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt vielleicht der mehr oder minder ähnlicher Download ist und dann guckt er halt, was er hat und dann ändert er halt einfach nur die Stats. Also das kann schon sein. Ja, aber ich war jetzt so leicht genervt, weil ich wollte es eigentlich natürlich spielen nachher und aber es ist eigentlich auch egal, ich kann es ja auch eigentlich öffnen und wenn es nicht geht, schicke ich es trotzdem zurück. Ich kann dir verraten, was passiert. Das ist toll, Ingo. Aber ich kann es auch ja wahrscheinlich jetzt öffnen, wenn es dann die falsche Version ist, zurückschicken, weil ich habe auf der Rechnung PS4 stehen. Ja, wobei ich muss sagen, ich habe es ja schon gespielt, so 2 Stunden. Und vom Anfang bin ich ein bisschen enttäuscht, weil, also man sollte definitiv den ersten Teil gespielt haben, weil es kommt im Prinzip das ganze Ende von dem ersten Teil, wird da also gespoilert. Ja, ist im Prinzip. Teil 2, das ist doch in Ordnung. Ja, eigentlich logisch, ist ja eigentlich logisch, ja, aber irgendwie habe ich mir halt den zweiten Teil anders vorgestellt im Intro, aber er geht eigentlich dann da los, wo der andere aufhört. Ja, dann wird halt noch mal kurz eine Zusammenfassung vom ersten Teil gemacht und das war es dann eigentlich so mehr oder minder. Also, ja, war zu erwarten, aber fand ich irgendwie ein bisschen schade. Das war eigentlich klar. Und ich finde das Wasser doch nicht so gut, wie alle jetzt geschwärmt haben. Also mir ist es zu transparent. Und ich finde auch, da ist kein so richtiges Raytracing drauf. Also ich habe schöneres Wasser gesehen. Ja, hallo. Hi, Olli. Hallo. Ja, also wir müssen unbedingt mal den Top-3-Talk mit dem besten Wasser machen. Weil Horizon Zero Dawn hier Forbidden West, oder wie heißt es, Horizon Forbidden West, kommt da mit Sicherheit nicht vor. Weil ich finde das Wasser halt nicht gelungen. Ich fand schon im vorigen Teil eigentlich ganz gut. Oliver, man hört dich ganz extrem schnaufen gerade. Aha. Und sehr übersteuert. Aua. Sagen wir es mal so. Ich liebe Updates. Sagen wir es mal so. Es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, weil beim ersten Teil hat mich das Wasser eigentlich nie gestört, bis halt alle Leute gemeckert haben, dass das Wasser nicht so gut ist. Und jetzt natürlich beim zweiten Teil habe ich direkt aufs Wasser geschaut, ja. Und habe mir gedacht, naja, das sieht mir aber irgendwie zu wässrig aus, beziehungsweise zu transparent. Wasser kann ja auch transparent sein, ist halt sehr sauberes Wasser. Ja, aber es ist halt zu viel Quellwasser, finde ich. Und warst du da schon mal in der Gegend? Ich fand halt auch, dass da wird halt kein Raytracing eingesetzt. Ich überlege gerade, ob ich das Wasser jetzt hier in Fortnite besser finde. Warte mal, ich überlege gerade. Ich muss mal Bilder raussuchen. Ich finde es erschreckend, dass du VC20 Streams machst und da über gute Grafik redest. Ja, genau. Das Wasser in AdSec Challenge ist auch total klasse bei den Piranhas. Das beste Wasser überhaupt. Naja, da gibt's auch das Spektrum. Aber es gab einige Spiele, die hatten echt tolles Wasser in letzter Zeit, aber mir fällt jetzt gerade keins ein. Beziehungsweise, ja. Weil ich dachte, das Wasserproblem ist eigentlich gelöst. Es gibt so ein Lied, das heißt kaltes, klares Wasser. Weil bei Fortnite, da hat das Wasser Raytracing. Also da gibt's dann Raytracing-Effekte wenigstens. Und ich habe das Gefühl, jetzt bei dem Horizon Forbidden West gibt's kein Raytracing auf dem Wasser. Wenn das für dich die Priorität beim Spiel sind, okay. Ja, und ich weiß halt noch nicht, wie ich das spielen soll. Also mit hoher Auflösung, mit 30 Frames oder halt mit niedriger Auflösung mit 60 Frames. Also mit 60 Frames spielt es sich schon einen Ticken besser. Ich weiß es halt noch nicht. Ingo hat Luxusprobleme, würde ich sagen. Ja, bei dem ist der Spielspaß egal. Hauptsache, das Wasser sieht geil aus. Ja, und nebenbei ist er noch ein bisschen Ingwer und dann ist alles gut. Ja. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich grafisch nicht viel geändert hat zum ersten Teil. Also jetzt in meiner Vorstellung sieht es genauso aus wie der erste Teil. Der erste Teil sieht ja auch verdammt gut aus. Ich meine, irgendwann gibt es auch keine Änderung mehr, Ingo. Irgendwann ist Feierabend. Aloy hat irgendwie einen Sonnenbrand dauernd. Du musst dir mal gucken, ja? Schau dir aufs Gesicht, du lachst dich tot. Die hat dauernd einen Sonnenbrand. Das sieht aus, als ob die irgendwie eine Sonnenbrille getragen hat. Nochmal, warst du schon mal in der Gegend? Vielleicht sieht das Wasser da so aus, vielleicht scheint die Sonne da stärker. Weißt du es? Es ist ja okay, weil ich meine, die Leute sehen halt dann auch manchmal so aus, aber es sieht halt irgendwie ein bisschen lustig aus. Und ich finde halt auch, das ist halt nicht so dieses Hollywood reingewaschene Charakterdesign. Also es ist realistisch, finde ich. Es ist nett. Vor allem Aloy ist ja jetzt auch nicht so hübsch. Also wie zum Beispiel jetzt die Lara Croft, also in Tomb Raider, finde ich. Also jetzt in den aktuellen. Weil die ist ja wirklich nur auf Optik gemacht worden. Und die Aloy ist ja eher so halt auf wie soll man sagen? Also die sollte jetzt nicht irgendwie optisch hervorstechen, finde ich. Ich glaube, das ist ziemlich Ansichtssache. Also sie hat Makel im Gesicht. Du musst mal gucken halt. Gott, spielt ja auch alle Spiele so. Wobei, ich mag ja Aloy, aber warte mal, ich muss mal Bilder deine Kritik, raussuchen. Wenn du eine Kritik schreibst, sie hatte Makel im Gesicht. Das ist schon echt der Satz des Tages.
Wie gut, dass Ingo nicht mehr tindern muss. Schreibt einer den Leuten, sie haben Makel im Gesicht oder was? Warte mal, ich suche mal gerade Bilder hier mit ihrem Sonnenbrand. Das muss doch bestimmt irgendwo zu finden sein. Ja, aber man kann doch auch Sonnenbrand kriegen, wenn man mal draußen rumrennt. Also ich habe gemerkt, je älter man wird, desto mehr Flecken hat man im Gesicht. Also ja, dann ist die Aloy vielleicht schon ziemlich alt. Wahrscheinlich. Also solche Hautausschläge... Hatten sie bei Fallout 4 ganz gut hingekriegt, bei der Alterung der Person, dass da der Pigmentkram gut rüberkam. Ja gut, aber bei Horizon Forbidden West geht es ja nicht um alte Personen. Ich weiß nicht, worauf Ingo da immer achtet, aber das ist schon spannend. Ingo hat ja auch eine Rohrkamera. Stimmt, benutzt du lieber beim Spielen, oder was? Ja, da guck, bin ich immer noch übersteuert? Nein, du klingst hervorragend, Oliver. Ja, das lag, glaube ich, an meinen Webcam-Problemen. Das war, glaube ich, ein Nebeneffekt davon. Der hat irgendwie zwei Mikrofone parallel aktiv gehabt. Es war nur lustig, weil Teamspeak zieht es dann hoch und dann hast du immer so das Gefühl, Darth Vader ist wieder da. Nee, ich kriegte mich gar nicht mehr leiser. Oh, okay. Ich hatte jetzt nur eben zuletzt geguckt in den Soundeinstellungen und habe eben gesehen, dass er parallel zwei Mikrofone anhatte. Das tut nicht Not, nein. Aber was ich eben noch sagen wollte, Ingo, ich habe mir das eben angehört und du bist in einem Wahn. Ja. Warum, was ist jetzt? Weil das absolutes dummes Zeugs ist, was du die ganze Zeit von dir gegeben hast. Das ist das mit Abstand bestaussehendste Spiel, was ich bislang jemals gesehen habe. Und du redest hier völligen Dünnschiss. Von Wasser, von zu klarem Wasser und Sonnenbrand. Nee, ich finde jetzt aber, das Wasser, also live, beziehungsweise... Das Wasser ist was Spezielles tatsächlich, das ist richtig. Das Also, Moment, man kann jetzt nicht sagen, es sieht schlecht aus, ja? Ich finde halt nur, ich habe schon realistisches Wasser gesehen. Ja, also, den Eindruck hatte ich auch. Das liegt aber ein bisschen an der Technik, was sie da gemacht haben, weil das ist gelayertes Wasser. Es kann halt aus Performance-Gründen halt auch wahrscheinlich so gemacht worden sein, denke ich mal davon aus. Also, ich finde das sehr schön gemacht, weil es halt so eine Art Simulation halt darstellt, was ja bei Wasser normalerweise nicht der Fall ist. Aber sie machen es halt mit Layer-Effekten und die siehst du auch. Aber ansonsten, was ich davon gesehen habe, ist der Oberhammer. Ja, ich habe ja nur gesagt, dass halt die Aloy hat einen Sonnenbrand im Gesicht. Ja, das mag ja sein. Die rennt ja auch immer draußen rum. Ja, ist ja auch realistisch. Und sie hat halt sehr viele Pigmente. Und das ist halt ungewöhnlich, weil bis jetzt habe ich noch nicht viele Spiele gesehen, wo halt die Leute so viele Pigmente haben. Was ich halt interessant fand bei der Spielbesprechung davon, das war, dass da tatsächlich Diskussionen über ihr Aussehen hochkamen. So vom Wegen, im ersten Teil sah sie aber schöner aus. Und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich habe nicht den Eindruck, dass das die Intention der Entwickler war. Genau, das finde ich auch gut. Moment, nicht, dass ihr mich vorhin falsch verstanden habt. Ich finde, Aloy ist halt kein Supermodel. Soll es auch nicht sein. Es soll halt einfach eine normale Frau sein. Ja, und das finde ich auch vollkommen gut. Ja, weil also sie wirkt halt mehr wie halt, ja, das weibliche Pendant zum Naturburschen-Stereotypen. Genau. Das ist genau das, wie du es triffst. Sie ist eine weibliche Naturburschin. Was ist denn die weibliche Form von Naturbursche? Ich weiß es nicht, das Wort gibt's nicht, weiß ich, keine Ahnung. Nur deswegen sagte ich halt auch weibliches Pendant, weil irgendwie kommt dieses Thema, ja, das ist so der Typ Pippi Langstrumpf. Ja, genau, weil die Pippi Langstrumpf ist ja eigentlich auch im Prinzip nicht jetzt ein Supermodel, also zumindest die in der Serie damals. Das ja, sollte sie auch nicht jetzt sein. Jetzt rede ich nicht um Kopf und Kragen. Also gut, sie war jetzt auch nicht unbedingt, wie soll man sagen, ich glaube, ich bin ruhig. Aber ich mag trotzdem Aloy, also den Charakter. Ich finde den spannend. Und zumindest ist der jetzt halt nicht so allglatt wie in manchen anderen Spielen, die weiblichen Charaktere. Ich schieb's noch lange vor mir her erstmal, weil ich muss mich so tröpfchenweise durch den ersten Teil ein bisschen durchquälen, bis der angeblich gut wird. Ich habe eine Frage. Hast du auch, weil ich habe bis jetzt überhaupt noch keine Review gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel gut war. Ich habe eine gelesen. Mich hat es bis jetzt auch nicht interessiert, weil ich will mir selber auch ein Urteil bilden. Ich fand's etwas verstörend. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das verstörend fand, aber der zweite Teil fängt mit dem Ende vom ersten Teil eigentlich an und da wird halt alles nur durchgespoilert. Also ja, aber das ist doch auch so sein. Das ist doch alles richtig. Ja, aber ich... Also eine Sache habe ich in einem Review auf jeden Fall, bei Skill Up war das, der hat das thematisiert und
dort wurde das auch gesagt, es wäre eigentlich bei dem Spiel dringend zu empfehlen, den ersten Teil erst nachzuholen. Logisch. Ich habe ja deswegen in Hektik den ersten Teil nochmal schnell straight gespielt, ich habe nie vorher gespielt, aber jetzt sehe ich halt eine Version, die wahrscheinlich falsch ist und es nervt mich gerade, aber egal. Genau, also das, ich weiß nicht, warum ich es komisch fand, weil es ist ja eigentlich auch logisch, aber in der Form habe ich eine Zusammenfassung selten beim zweiten Teil vom Spiel erlebt. Ich finde das eigentlich sogar super, du spielst das normalerweise ein Jahr vorher, hast alles wieder vergessen und kriegst nochmal die Sachen einfach auf den Tisch gepackt. Zum Beispiel bei einem Tomb Raider, bei den neuen, da ist es nicht passiert. Da wurde man einfach wieder reingeschmissen, weil im Prinzip war ja das Setting bekannt und so. Und da wurde halt nichts zusammengefasst. Oder auch bei Uncharted oder sowas. Aber Tomb Raider ist nicht so eine konsequente Fortsetzung in dem Sinne. Hier geht es ja wirklich an der Stelle weiter. Und wenn du da einsteigst, brauchst du die Vorgeschichte. Ich habe das einzig bis jetzt auch in der Yakuza-Serie auch mal erlebt, bei Teil 6. Da wurde dann halt auch die ersten 5 Teile alle zusammengefasst. Also das gab es zum Beispiel auch beim dritten Teil von Mass Effect. Zumindest, ich weiß es jetzt gar nicht, ob es im Remake auch gemacht wurde. Ich glaube, da jetzt nicht so unbedingt. Aber im ursprünglichen, da konnte man per Patch quasi die Vorgeschichte in Comicform zusammenstellen, weil man nämlich aufgrund der Basis der Vorgeschichte ja auch seinen Charakter ausbildet. Und wer das Spiel davor nicht gespielt hat oder auf einer Plattform, die nicht kompatibel war wegen Spielstand, konnte man... Ich muss mal kurz unterbrechen, Leute, wir stottern im Twitch ganz gewaltig. Ja, kann ich ja nicht ändern. Ich stotter immer. Können wir ja nicht ändern. Twitch hatte gestern schon tierische Störung. Ja, das muss aber auch an Twitch liegen, weil ich höre euch alle hier sehr klar. Ja, hier schon, aber Twitch ist total am Stottern. Also. Nein, Twitch hatte gestern schon Störungen überall. Also da liefen ja die Videos sogar nicht sauber, aber das können wir nicht ändern. Habt ihr den Streaming-Rechner seitdem neu gestartet? Also Nein, da ist alles richtig. Video-Stammtisch war gut. Ja, aber da liefen ja die Leute einzeln nicht. Da war ja Zoom kaputt. Also Zoom war da kaputt, nicht Twitch, so rum. Aber Twitch konnte ich auf dem Fernseher nicht abspielen gestern. Beziehungsweise vorgestern, weil da ständig die Meldung kam, kann nicht geladen werden. Aber der Stream war trotzdem sauber. Ganz merkwürdig. Das hatte ich gestern auch ein paar Mal. Ich glaube, das liegt am Sturm. Da ist was überlastet. Irgendwelche Leitungen sind kaputt oder so. Aber Mass Effect war es da nicht so, dass auf der PS3 zuerst der zweite Teil und dann erst der erste Teil gekommen ist? Auf der PlayStation weiß ich es nicht. Und auf der PS2, da ist tatsächlich dieses Comic-Intro und da sollst du quasi eben, wie du schon gesagt hast, zur Charaktergestaltung oder zur Fortsetzung der Geschichte nochmal die wichtigsten Punkte beantworten, wie du da geantwortet hättest in Teil 1. Ich habe es auf der Xbox 360 gespielt und die Vorgängerteile auf dem PC. Also ich hatte diesen Comic auch. Aber der war nicht direkt beim Hauptspiel dabei, sondern den musste man als DLC separat runterladen. Den habe ich direkt am Anfang vom Zweier gehabt. So frei nach dem Motto hier, also ich glaube schon, dass man auf der PlayStation auch den Spielstand vom Einser laden konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber du konntest das quasi mehr oder weniger manuell eintragen. Oder beim Original. Ach nee, PS3 ist wirklich auf der PS3 gab es ja nur diese Gesamtsammlung. Dann wird das damit dabei gewesen sein. Weil das Spiel ist ja ursprünglich gar nicht für PlayStation erschienen. Ja, also aber ansonsten sieht das Spiel wirklich sehr gut aus und die Story, die geht eigentlich auch schon recht schnell voran und also man hat Lust auf mehr. Also es wurde, wenn ich das zusammenfassen kann, von Reviews halt gesagt, dass der zweite Teil wesentlich stärker fokussiert ist aufs Gameplay und das würde man auch bei der Story merken. Also, das Ding hat halt einen etwas anderen Schwerpunkt bekommen. Ich merke halt auch, ich habe auch ein bisschen Probleme teilweise so mit der Wegfindung, weil die wird da irgendwie, also die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Und ich habe mich auch schon verlaufen und bin schon ein paar Mal jetzt auch mal wieder den Weg zurückgelaufen aus Versehen. Und wo ich auch ein kleines Problem habe, und zwar mit dem Ton der anderen, also der NPCs. Und zwar, weil wenn die reden und man ist weit weg, dann hört man die nicht mehr. Ist ja eigentlich auch logisch. Aber die fangen an immer zu labern und man ist halt weit weg. Und da habe ich immer Probleme, die zu verstehen. Und muss dann halt immer ein bisschen wieder näher ranlaufen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dann etwas, also nicht alle Spieler mögen. Weil ich habe da auch realistisch. Ja, das schon, aber ich glaube, ich muss den Ton der Sprecher lauter stellen. Weil mir ist jetzt zu leise, weil die Musik ist dann auch zu laut. Und wenn man halt ein bisschen weiter weg ist, dann ist es ist realistisch, aber du hast auch in der Natur keine Musik als im Hintergrund. Ist ja logisch. Du hast echt Probleme, Ingo. Die haben wir nicht immer, glaube ich, sonst. Ja, aber
da bin ich mal gespannt, was sie da machen werden. Also ich werde mir den Ton der Sprecher lauter stellen, weil mir ist es zu leise. Wahrscheinlich, oder du musst mit Kopfhörer spielen, das kann natürlich dann auch sein. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Ortung der Leute im Raum. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an der PlayStation 5 liegt, weil ich habe bis jetzt noch nicht so viel mit der PlayStation 5 gespielt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass also der Klangteppich ist nicht so gut wie bei der Xbox von den Spielen. Das ist ganz komisch, aber ich habe bei der Xbox eine, weil ich habe ja auch so eine relativ große Soundanlage und ich kann mit der Xbox die Soundquellen viel besser im Raum zuordnen. Hast du Surround oder hast du Stereo? Nee, ich habe Dolby Digital, beziehungsweise Dolby Atmos. Dann ist es ja relativ klar, weil die PS5 ja kein Dolby Atmos kann. Und wenn du dann die Xbox-Version spielst und die hat vielleicht Atmos, dann hast du natürlich ein paar Höheninformationen mehr. Das Spiel gibt es nicht auf der Xbox, aber ich meine jetzt andere Titel. Richtig, aber jetzt so grundsätzlich, wenn du sagst, ja, die Xbox klingt bei dir besser, verwundert mich nicht. Ja, ich habe das jetzt auf der PlayStation, habe ich DTS, aber irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, weil die hat ja auch eigentlich so ein Soundchip zum Positionieren. Und, ja, aber das musst ja eigentlich, du musst den 3D-Sound ja eigentlich deaktivieren auf der PS5. Also was er ja rausgibt, ist letztendlich 6-Kanal-Audio und das eventuell Dolby Digital kodiert oder halt als PCM oder als DTS. Ja. Da muss natürlich die so eine eigene Technik deaktivieren. Weil ich habe festgestellt, dass ich halt bei der Xbox, auch bei relativ alten Spielen, ja, sogar Xbox One-Spiele, dass ich da einen absolut tollen Klangteppich habe. Und ich habe ja jetzt einige aktuelle PlayStation 5-Titel gespielt, unter anderem Deathloop und auch das Ratchet & Clank. Und ich fand die halt alle so vom Ton her, also nicht so, da war nicht so der Wow-Effekt halt wie auf der Xbox. Aber das kann halt auch wirklich, vielleicht ist es Einbildung, ich weiß es nicht. Geht jetzt nur mein Eindruck. Dir Dolby Digital raus oder ist es, oder hast du es auf PCM oder DTS gestellt? Also bei der PlayStation auf DTS und auf der Xbox Dolby Digital. Keine Ahnung. Also grundsätzlich ist ja so, dass eigentlich der Dolby Digital Ton Dynamik komprimiert ist. Während DTS mit vollem Dynamikumfang durchgeht, du weißt ja auch, ich weiß nicht, wie alt dein Verstärker ist, das neuere Verstärker, nur ein Upmixing machen, also dass Dolby nur mit Dolby hochgemixt werden kann und nicht mit DTS-Algorithmen. Ja. Das ging ja früher mal, aber Dolby hat da irgendwie Ärger gemacht und hat gesagt, ihr dürft Dolby Digital nur mit den Dolby-Algorithmen hochmixen auf Atmos. Also er ist schon älter, er kann kein Dolby Atmos, aber bei der Xbox, dann gibt es dann doch eine Dolby Atmos-Unterstützung. Also der spielt dann irgendwie Decoder, die Xbox. Ja, nein, der spielt dann halt die Sounds, die eigentlich oben wären, spielt er dann normal auf den anderen Sprechern. Also das kann auch sein, genau. Auf jeden Fall, muss ich jetzt halt wirklich sagen, dass das, also klanglich habe ich wirklich das Gefühl, dass die Xbox da überlegen ist. Aber ich würde gerne noch mal von anderen Leuten hören, die jetzt beide Konsolen haben und eine gute Anlage, ob die das Gleiche empfinden. Weil ich habe mir halt auch diese ganzen Zusatz-Plugins gekauft für die Xbox, also dieses Dolby Atmos. Ah gut, das ist für Kopfhörer, das DTS und Dolby Atmos für die Kopfhörer. Ja. Ich finde, das sind immer so Probleme. Die sind, also mehr First World geht gar nicht. Und Ich verstehe das manchmal auch nicht. Ich habe zwar auch inzwischen eine Soundbar mit irgendwie Surround-Funktion, die ist immer abgeschaltet. Ich höre nur in Stereo. Mich interessiert sowas überhaupt nicht. Oh, das ist schon cool bei Cyberpunk, wenn du tatsächlich so Reklamen von oben hörst und so weiter. Wie gesagt, mich interessiert wirklich null. Ah, Cyberpunk war so ein gutes Beispiel. Also das habe ich auf der Xbox gespielt und es hatte einen total genialen Klangteppich. Ja, eben. Ja? Ich habe es auf dem PC gespielt und per HDMI-Kabel an die Anlage geschoben. Das ist schon cool gewesen. Vor allem, es gibt halt nichts Besseres, ja, als wenn irgendwo hinten plötzlich eine Tür aufgeht, ja, und da denkst du irgendwie, jemand kommt ins Wohnzimmer und dann geht eine Tür im Spiel auf oder sowas. Ja, das ist halt. Ich habe das Witzige, ich habe jetzt auch eine Soundbar, die habe ich ausgestellt und ich habe selbst bei meinem modernen Fernseher das Gefühl, hinten geht eine Tür auf. Also ich denke, es hängt auch von den. Irgendeiner hackt da richtig schön die Tasten rein. Ich glaube, das ist Wolle. Weiß ich aber nicht. Egal. Ich habe das, wie gesagt, gespielt und ich hatte das Gefühl, ich habe Ton von hinten, obwohl ich nur aus dem Fernseher gehört habe. Also. Da gibt es Algorithmen, die cool sind, definitiv. Darf ich nochmal kurz reingrätschen? Bei Twitch gibt es momentan gar keinen Ton. Das ist erstaunlich. Ich gucke gerne mal, aber das liegt nicht an mir. Ich ja, die Leute so ein Patreon werden und dann abonnieren. Das ist doch ein guter Kaufgrund dann. Die haben recht. Der Teamspeak ist auch noch abgestürzt. Auch noch? Ja. Ja, komisch, ich höre alles. Ja, aber nicht auf Twitch. Ja, darüber wird ja schon dementiert. Ich mach's gerade an. Alles gut. So, wir sind auch wieder auf Twitch zu hören.
Ja, aber gut, vielleicht täusche ich mich da halt jetzt auch, aber ich möchte mal behaupten, dass ich wirklich mit verbundenen Augen unterscheiden kann, welche Konsole das ist jetzt. Also auch egal, was für ein Spiel. Weil halt sich auf der Xbox das irgendwie besser anhört, finde ich. Aber gut. Wäre jetzt mal interessant, mal das gleiche Spiel, mal den Unterschied zu hören. Irgendeiner haut immer rein. Wolle, kannst du bitte mal gucken, was du da gerade tust? Wir hören immer ein Knallgeräusch. Das ist irgendein Tastendruck. Man hört die Tastatur klappern. Ist aber bei Wolle, weil es immer in der Sekunde aufgeht unten. Deine Push-to-Talk-Taste benutzt du für irgendwas anderes gerade. Und das klingt jedes Mal laut. Einfach mal gucken. Guck, der Robin ist ja auch da. Und der Stefan. Stimmt. Sehr gut, ja, sorry. Hallo. Ich mach einen Anlass jetzt. Alles wird gut, danke. Und die ersten drei Aufnahmen sind schon wieder kaputt. Das ist auch echt gut. Also ich bin Orkanleugner. Das ist gar kein Wind draußen, wollte ich euch sagen. Ja. Meine Aufnahme ist auch kaputt, zumindest die erste halbe Stunde. Ja, meine zweite auch. Wir haben ja schon wieder fast nichts mehr. Das ist seit zwei Reisen bin ich wieder mit dabei. Bin ich der Letzte? Ich muss meine gleich abschalten, weil ich noch Tonsachen machen muss. Dann bist du wieder der Letzte, der wahrscheinlich eine halbe Aufnahme hat. Achso, ich wollte auch jetzt hier gerade noch den Top-3-Talk exportieren. Ja, das ist genau mein Problem. Ich muss auch noch einen Tonschnitt machen. In der Location ist die Aufnahme kaputt gegangen und die von Jörg ist eben auch kaputt gegangen. Ja, wie gesagt, seit Horizon bin ich dabei, seit dem Talk so ungefähr, irgendwo in der Mitte, aber nicht von Anfang an. Ja, aber da fehlen halt Sachen. Das heißt, Ingo und ich haben jetzt noch eine komplette Aufnahme und meine geht auch gleich raus. Wir können mir den Anfang schicken, dann füge ich das zusammen. Nee, ist ja die von Ingo Ganz. Wenn Ingo okay. Ja, noch, also deswegen ist ja auch nicht schlecht, wenn du noch weiter aufnimmst, weil dann kann man noch was rekonstruieren im Worst Case. Genau, kannst du mir schicken dann auch. Ich gucke ja mal was morgen, also und bitte nur, wer komplette Aufnahmen hat, schicken. Also egal, zusammengesetzt oder nicht, sie müssen komplett sein. Sonst versuche ich halt dann zu gucken, welche noch da ist. Aber das war letztes Mal von 4 Aufnahmen eine heil, jetzt sind schon wieder nur 2 heil. Also ist echt erschreckend. Und das nach 40 Minuten. Meine läuft und läuft und läuft, das ist gut. Aber du warst ja nicht von Anfang an dabei, oder? Kamst du nicht etwas später dazu? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist doch egal, wer eine vollständige Aufnahme hat von Miriams Ansage an, der kann sie dann bitte gerne schicken. Sagen wir es mal so rum. So, hat noch jemand Sound meine oder Wasser? Meine verhaspelte Ansage, ja. Hat sonst noch jemand Sound- oder Wasserprobleme? Oder möchte über seine Rohrkamera sprechen? Was Ingo mit seiner Rohrkamera macht, das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Stunde, wenn ihr Patreon seid. Das erfahrt ihr nicht in der nächsten Stunde. Doch, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Nein, ich will das nicht. Da war ich schon an Stellen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Warum fragst du nach? Warum no was? One has gone before. Ah, deswegen hatten wir auch eben kurz einen Tonaussetzer. In Wirklichkeit war es ja nur, damit ihr nicht alles mitkriegt auf Twitch. Ich hatte auf jeden Fall sehr faszinierende Probleme mit meiner Webcam. Ja gut, das war die grün wieder? Nee, die war nicht grün. Aber die hat sich, je nachdem, an welchen USB-Port ich sie angeschlossen habe, unterschiedlich verhalten. Ich konnte, ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, nach dem letzten Windows-Update oder sonst irgendwie was, konnte ich die Webcam nur noch einmal pro Windows-Sitzung starten. Das war mein eigentliches Problem gewesen, weswegen ich angefangen habe zu experimentieren. Und je nachdem, an welchem Port war, hat er sich entweder so verhalten, dass man ihn wirklich nur einmal starten konnte, was total nervig war, weil jedes Mal, wenn du in die Webcam-Einstellung gegangen bist und du hast da irgendwas verstellt, dann hat im Prinzip sich die Kamera neu initialisiert und du kriegst ein Vorschaubild. Diese Kamera wird von einer anderen Anwendung benutzt. Ist es eine ältere Kamera? Nein, niegelnagelneu. Okay, weil es gab irgendwie beim Windows-Update Probleme, auch bei irgendeinem der letzten Windows-Updates, dass einige Analog-Capture-Devices, ich sprach gerade davon, Probleme gemacht haben. Ja, aber es hilft dann ja auch nichts, ne? Nee, das ist so ein Ding in einer ähnlichen Klasse wie die Kamera, die Ingo hat. Und die hat sich aber tatsächlich an jedem Port anders verhalten plötzlich. Ist es die nicht von Robin, die gleiche Kamera? Welche hat Robin? Die Razer. Ach, muss ich jetzt kurz runterholen. Facecam oder? Kunde Razer Kyo Pro. Ja, genau die gleiche. Ja, genau, weil der Robin hat nämlich die gleichen Probleme. Den Tag verdammt, als ich das Ding gekauft habe. Nee, ich nicht mehr, weil ich habe einen Port gefunden, wo sie perfekt läuft. Ja, aber das ist doch grausig, oder? In der Location, wenn ihr beim Retro-Bingo geguckt habt, die fingen dann an und so die letzten 5, 6 Zeilen haben dann immer so digitale Fehler gezeigt. Und sie hat sich eingefroren. Also was diese Kamera nicht mal ab kann, das habe ich auch gemerkt. Man darf keine Verlängerungskabel ans USB-Kabel dran anschließen, weil dann fängt die an zu spinnen. Genau, und dann läuft sie 3 Minuten und dann bleibt sie einfach stehen oder sie geht einfach aus. Ja, und so ähnliche Probleme hatte ich auch mit Verlängerungskabeln, weil das war so meine erste Intention, dass ich die einfach versuche, mal überall einzustöpseln. Und dann habe ich am Ende hier so ein bisschen hin und her
alle anderen USB-Kabel und dann plötzlich hatte ich eine Verbindung und da lief das Ding wie eine 1. Toll. Und das ist eine tolle Kamera. Ja, ich habe auch nie was über die Qualität gesagt, aber das ist echt eine Pest. Also, dass du die Kamera abbaust, woanders aufbaut und dann sagt die absolut scheußliche Software von Razer, sie haben keine Kamera angeschlossen, bitte schließen sie eine Kamera an. Und das springst du von Port zu Port, geht nicht, nimmst ein anderes Kabel, pling, ach ja, das war's, okay. Ja, also es ist so, dieses Kabel, das Originalkabel von Razer, das ist wahrscheinlich auch das, was du brauchst, weil das zumindest die Spezifikationen erfüllt. Aber das Ding ist halt extrem penibel, wie man es anschließt. Ja, ist echt scheußlich. Im Chat kam gerade die Rückfrage, ob wir nicht Videokameras anmachen können. Nein, wir zeichnen hier tatsächlich einen Audio-Podcast auf Teamspeak auf, da gibt es keine Kamerafunktion. Aber wir haben ja wieder eine Möglichkeit, wer uns sehen möchte, können wir schon mal ankündigen. Am 26. Februar gibt es das nächste Retro-Lagerfeuer, voraussichtlich ja auch wieder mit einem Top-3-Talk, wie wir im Vorgespräch erfahren haben. Und da könnt ihr alle, die mitmachen, auch wieder optisch. Soll ich jetzt genießen sagen? Ich weiß es nicht. Und aber ich kann euch meine Kamera zeigen. Die Rohrkamera. Ja, kannst du das bitte auf den Samstag verschieben? Danke. Dann haben wir wieder einen Grund, warum wir heute zugucken. Und wir waschen uns vorher auch den Schimmel aus der Haare. Naja. Und die Rohrkamera. Zeigst du uns dann den Ingwer, wie er sich dann verändert hat bis dahin? Wieso leuchten die Haare sonst im Dunkeln? Naja, hast du das Best of dir angeguckt, Oliver, von den Twitch-Clips? Da geht es nur noch um Ingwer bei Ingo. Schimmel-Ingo. Wir haben es gestern in der Location angemacht. Da gab es auch sehr irritierte Blicke. Ich habe es gerochen, Ingo. Ich habe es gerochen, obwohl du es nur gezeigt hast. Warte mal, ich rieche jetzt auch noch mal. Das kann nicht sein. Wenn das Ingwer Nielsen hört. Oh Gott. Also ich würde solchen Ingwer wegschmeißen. Das ist der Unterschied. Also ich würde ihn auch nicht aufbewahren, gucken, wie er sich weiter verändert. Das riecht nach Pattex. Hast du dir eigentlich nicht recht? Kennt ihr den Geruch von Pattex? Ja, dieses gelbe Zeug. Ingo, das ist Ingwer. Ingwer, ich habe zwei. Ingo, ich habe zwei Fragen. A, warum liegt der Ingwer neben deinem Streaming-Rechner? Zum Schnüffeln. Und B, warum tust du das? Ja, weil ich liebe Ingwer. Ich dann nennen wir dich jetzt nur noch Ingo. Ingo, wäre ich auch für. Ich hab mir übrigens hier, du hattest doch mal dieses komische Pumpengedöns da aus dem Asialaden hier, Ingwertee, hast du doch mal empfohlen genau, hier. Genau, dieses, ja. Ja, da steht hinten drauf, man soll für 100 Milliliter 2 Esslöffel nehmen. Ich habe das, glaube ich, 10-mal verdünnt. Was? Ja, nee. Doch. Boah, bist du ja schwach. Nein, was heißt hier schwach? Das Zeug war einfach nur tierisch süß. Ich habe das Gefühl, mir fallen die Zähne aus, weil ich spontan Karies gekriegt habe. Ja. Okay. Da reichen, also 2 Teelöffel auf eine ganze Tasse reichen da völlig aus. Ja, aber die also Schärfe nicht wegen fehlt der Schärfe. Dann. Ne, wenn ich Schärfe haben will, reibe ich mir halt nochmal echten Ingwer rein, aber von der Süße her war das nicht zu ertragen. Ja, das schon. Aber ich nutze es als Marmelade. Ja, das geht dann wahrscheinlich auch, aber ich habe es halt mal als Tee ausprobiert und 2 Esslöffel auf 100 Milliliter, das geht echt gar nicht. Das ist fast voll. Das trinken die halt in Südkorea. Das ist ja scheinbar so ein Nationalgetränk. Ja, aber 2 Esslöffel auf 100 Milliliter? Ja, die müssen ja groß und stark werden, keine Ahnung. Also mir wird davon einfach nur schlecht. Naja, vielleicht sollte es... Das ist einfach zu süß. Vielleicht sollte Ingo sein, Ingwer nochmal verarbeiten, die er jetzt hat und gucken, wie das dann schmeckt. Das dürfte ja auch nicht mehr nach Ingwer schmecken. Nee, nach Pattex. Oh Gott. Ich habe noch nie, also Pattex riecht doch nicht nach Ingwer. Das riecht nach Klebe. Ja, du kannst doch nicht lauter schnüffeln, den Kindern unterstellen, sie riechen an Ingwer. Soll ich dir meine Tüte schicken? Was, eine Tüte Pattex? Nein, meine Tüte Ingwer, der kaputt. Ingo, noch einmal. Eine Tüte Tattex. Ingo, die meisten Lebensmittel, wenn sie eine weiße Haut mit Haaren bekommen, sollte man sie wegschmeißen. Ich wiederhole es noch einmal. Ingo hat einen neuen Spitznamen. Echt? Wie denn? Ingo. Ich warte noch drauf, dass er in irgendeiner Folge dann mal sagt, so vom Wegen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat jetzt Augen bekommen. Ich werde ab jetzt irgendwann läuft es weg, er muss das suchen. Drauf. Ich werde aber jetzt nur noch Bananen essen. Dann könnt ihr mich Ing-Banana nennen. Toll. Top-Banana heißt du dann. Aber ich frage mich wirklich, ich habe ja auch bei meinem Lebensmittel... Pop-Banana? Was? Pop-Banana? Top. Irgendwann ist ja nicht mehr der Ingo im Tox, sondern sein Ingwer. Ich finde es halt nur erstaunlich, dass man... Ich kenne das ja auch, dass Lebensmittel verschimmeln. Das kann mal passieren. Aber ich stelle sie dann nicht in die irgendwo hin und beobachte noch wochenlang. Das finde ich... Oh, ich habe das vergessen. Also, Nee, wenn dann schon Baningo in so, das klingt besser. Er hat sich mal einen Eistee liegen lassen, in so einen 1,5 Liter Eistee. Und den habe ich irgendwo in meiner alten Wohnung damals, als ich frisch hingezogen bin, hinter einem Regal ist das Ding hin. Also ich habe stehen lassen. Und dann habe ich beim Aufräumen nach einem Jahr irgendwann gesehen, oh fuck, und da war ein riesiges, ich weiß nicht, was das war, das sah aus wie eine riesige Qualle. In der Flasche, aber die hast du dann nicht noch weiter aufbewahrt?
Nein, das habe ich dann weggeschmissen, aber das sah so ein bisschen aus wie die Urzeit-Tierzeit. Das ist der Unterschied zwischen dir und Ingo. Ingo hat es aufgeschraubt und dann geschnüffelt. Ist schon übel, wenn der Hackbraten nach einer Weile aussieht wie ein süßer Welpe. Ich habe mir sagen lassen unter Retro-Sammlern, dass eine original verschweißte Packung von Suhl, ist das Suhl hier vom auf dem Amiga? Ja, ja. Des Jump'n'Run? Da war ja mal was Essen drin, ja genau. Ja, ja, das sollte man auch wohl original verschweißt belassen, weil das Chupa Chups Glolli-Ding da sich irgendwann so mit der Verpackung vereint. Oh, echt jetzt? Ist das widerlich. Das heißt, er ist auseinandergelaufen dann, oder was? Ja, in Zeitlupe wohl. Oh Gott. Kommt er durchs Plastik durch irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich habe mir das nur mal von jemandem erzählen lassen, der das Ding vor 10 Jahren das erste Mal geöffnet hat. Das ist ein Chupa Chups, ja? Das sind diese Lollis, ja. Da waren Lollis. Ja, ich weiß, was Chupa Chups sind. Das wäre ein Chupa Chups. Ja, ach so. Schwups und weg. Ah, toll. Schwupperwutz? Kokalu verabschiedet sich schon, weil er sonst anfängt zu brechen. Und jetzt können wir sagen, was meint ihr, was passiert, wenn die erste Stunde rum ist? Dann geht's hier richtig los. Ja, dann brechen sie hier alle in einer Reihe. Ja, aber auch ohne Kamera. Der Ingo geht so lange zum Ingwer, bis er bricht. Sex nach 2 Liter Alkohol, glaube ich, oder? Spielepackung am Stiel. Ja, das ist gut, gut formuliert in so. Wer hat noch im Suhl am Stiel? Also, ja, es waren manchmal in Spielen irgendwelche Werbesachen drin und teilweise auch Lebensmittel tatsächlich. Stimmt. Ich möchte mal wissen, was meint ihr, wie riechen denn die Rüffelkarten von Larry heute? Da vermute ich mal eher, die riechen nach nichts mehr. Wobei, ich habe noch vor ein paar Jahren mal dran geschnüffelt, da konnte man die Autoreifen noch wiedererkennen. Naja. Aber das waren auch widerliche Gerüche, die sie darauf gepackt haben. Das war schon nicht schlecht. Wie hieß das doch? Sniffcard? Ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung. Also laut Chat funktionieren die wohl ganz gut. Und es gab eine PlayStation 1 CD, wenn man auf der CD geruppelt hat, hat die nach Reifen gerochen. Gran Turismo 2, die Arcade-CD. Das war die ernsthaft? Das war die, ne? Ja. Finde ich auch eine geile Idee. Das ist toll mit der CD. Wenn ich die ins Feuer schmeiße, riecht die nach Plastik. Oh Wunder. Ja, aber wenn du drauf ruppelst, nach Reifen. Weil es ja ein Rennspiel ist. Das haben sie ja wirklich passend gemacht. Super. Ich möchte nicht wissen, wie dann andere Spiele riechen würden. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Lula riecht bestimmt nach Gummi. Hat sich nicht durchgesetzt. Das wäre doch die beste Methode, wenn alle Spiele so eine Schnüffelschicht drauf hätten. Das wäre was für Ingo. Genau. Es gab ja mal für den Amiga das Spiel Tricky Quicky. Und wenn die Diskette nach Kakao geschnüffelt hätte, das wäre auch lustig geworden. Das stimmt, ja. Aber bei einigen Spielen wäre der Geruch wieder noch merkwürdig. Ich weiß es nicht. Ja, bei Larry kann man sich vieles vorstellen. Ja. Gab es nicht mal so ein Spiel, hieß das nicht Wet oder sowas? Das gab es auch mal, ja. Super. Ich möchte nicht wissen, also nein. Also so versaute Spiele spiele ich nicht. Aber du, sowas im Prinzip, es gibt halt auch ein praktisches Beispiel für, war nicht hier bei Leather Goddesses of Phobos so eine Schnüffelkarte dabei? Ja, aber das ist ja auch Jahre her. Ich rede jetzt von, das hat sich nicht durchgesetzt, meinte ich nur. Früher gab es öfter solche Schnüffelkarten, ja. Aber das wäre doch witzig gewesen, wenn jetzt jede CD das gehabt hätte. Super, liebevoll von der Frau des Entwicklers im Dekolleté. Ein paar Tage rumgetragen oder was? Das ist eine Frau. Ehrlich, guck dir mal die Larry-Karte an, welche Gerüche da drauf waren. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die waren schon strange. Und danach mit so einem Schmatzen das erzählen, ist auch cool. Ja, aber ja, das ist toll. Ne? Ich habe total geiles Kichererbsen-Curry hier. Das ist nicht verschimmelt, frisch gekocht. Und vegan. Würde sich jetzt Arne drüber freuen. Außer du schickst es Amerika, es bleibt ein paar Wochen in der Post hängen. Dann wird Ingo sich wieder freuen. Na, der denkt sich, warum schicke ich ihm toten Hamster, genau. Ah. Knusprig warmer Hamster. Also ein bisschen schlecht ist mir jetzt auch. Hast du jetzt doch deinen weißen Ingwer gegessen? Ich habe mal live im Podcast was gerochen und bin ausgerastet. Ingo, Arne ist im Chat. Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Podcast mal irgendwas gerochen habe. Da möchte ich jetzt die Details haben. Folgennummer und die Schnittmarke bitte. Habe ich... So ein Larry-Ding, ja, das meine ich doch. Habe ich das im Podcast mal live gerochen? Oh Gott, ernsthaft? Also, völlig ausgerastet? Was war denn da drauf? Autoreifen. Sicher? Aber ich weiß es nicht. Kann man Fentanyl auch riechen? Also Arne, bitte den Beleg nachreichen. Danke, das möchte ich gerne nochmal hören. Du hattest eine alte Packung aufgemacht und live rein. Ich bin auch nicht Ingo. Was kommt denn hier jetzt ans Tageslicht? Können wir das Thema ganz schnell beenden? Ich habe Angst, er hat recht. Wir hatten noch mal unseren Fress-Top-3-Talk und da haben wir ja, auch da war ich aber nicht, da war ich nicht, da war ich nicht dabei. Naja, da hat Robin ja auch seine ganzen Sachen aus dem Müll wieder rausgefischt. Aber ich kann ja mal jetzt live noch mal das Spiel holen. Welches Larry war denn das mit der Karte? Weiß das jemand? Da hole ich mir das kurz aus dem Regal. Ich sitze hier fast neben L. Das müsste Larry 4 sein.
Dann suche ich aber sehr lange. Sagen wir mal so rum, das mache ich dann nachdem gleich Mary die... Mary 5 ist das. Okay. Sniff and Scratch oder so heißt das. Genau, gucke ich gleich mal nach, aber das ist dann der Cliffhanger. Ich werde schnüffeln in der zweiten Hälfte des Podcasts. Super, ich habe hier irgendwo ein Angelspiel für die Dreamcast. Ob die CD nach Fisch riecht? Ich versuche es. Sagen wir mal so rum, wenn das? Ja und es war nicht geplant, dann ist es merkwürdig. Ja, dann frage ich mal die Vorbesitzerin. Genau. Ja, ich werde das gleich mal raussuchen. Das ist eine sehr schöne Überleitung, finde ich. Schnüffeln? Weiß ich nicht. Teil 7 oder Teil... Könnt ihr euch vorher einigen? Ich möchte nicht alle Folgen rausholen. Im Chat sagt jemand Teil 7. Schnüffel doch einfach mal alle durch. Teil 7. Jagden. Vielleicht hätte ich auch im Retro-Play-Segment geschnüffelt. Also ich weiß es nicht mehr, Arne. Ich weiß. Robin, du warst mit dabei. In wann habe ich im Podcast geschnüffelt? Du bist doch sowieso schnüffelsüchtig. Und wie, ja. Als wenn ich das hier gemacht hätte. Aber wann habe ich denn... Nee, du hast doch deswegen die langen Fingernägel, weil du immer damit kokst. Das hat man mal gesagt. Genau. Nein, das... Nein, die Geschichte musst du... Ich hab Bilder im Kopf, die will keiner hören. Nein, die Geschichte musst du richtig erzählen. Es kam ein Typ mal bei uns in den Laden, als wir noch ein Verkaufsgeschäft hatten, guckte mich an und sagte, er hätte gern 4 Gramm. Und da habe ich gesagt, was, wir sind ein Spielegeschäft. Ja, aber ich müsste doch auch was am Tisch verkaufen, weil ich hätte lange Fingernägel. Ich habe aber nicht verstanden, was der wollte, bis ich dann irgendwie merkte, okay, der ging davon aus, wer einen langen Fingernägel hat, muss drogensüchtig sein, weil man das sich damit hereinzieht. Und das hatten wir ein paar Mal, solche komischen Geschichten. Und einer hat ein Spiel hochgehoben und gesagt, es wiegt 215 Gramm. Kannst du dich da noch erinnern, Robin? Ja. Und dann sage ich, wieso weißt du, dass das Spiel... Ja, er muss jeden Tag was abwiegen. Ist doch ja. Schön, oder? Gibt's tatsächlich. Hamburg ist so eine schöne Stadt. Es hätte ohne Scratch schon gestunken. Also jetzt bin ich gespannt. Ich würde mal sagen, wir beenden mal den... Twitch-Stream und ich suche dann meine Schnüffelkarten raus. Das ist doch gut. Also, wer weiterhören möchte, alle Unterstützer kriegen das ab morgen auf die Ohren und dann erfahrt ihr auch, ob ich das Schnüffeln überlebt habe. Genau, ab der nächsten Stunde stinkt's bis zum Himmel. Genau, danke an euch. Bei Twitch geht's gleich weiter mit einem Best-of unserer Spezialsendung, was auch immer das war. Das werdet ihr dann erfahren. Da gibt's eine ganze Menge lustige Dinge, denke ich mal, die wir noch über Nacht laufen lassen und wie gesagt, haltet schon mal den 26. Fest, da gibt es das nächste Retro-Lagerfeuer. Also danke an alle, die bei Twitch mitgemacht haben und bis demnächst. Wir machen hier natürlich jetzt nahtlos weiter. Mein Gott, was für eine kranke Stunde. Wir haben ja irgendwie nur über Müll gesprochen, kann das sein? Schimmel, Ingwer. Und Aloy. Und Horizon Zero Dawn Wasser, genau. Und Leute, die zu viel schnüffeln. Ach übrigens, ich bin mit Portal durch, also Portal 2. Ja, und habe ich noch gestern zu Ende bekommen und war wirklich super, das Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch so interessant fand, das hat sich nicht angefühlt, das Spiel, wie ein Spiel aus der PlayStation 3-Ära. Also, das war ja ein Xbox 360-Spiel und ich hatte halt immer irgendwie im Gefühl, dass die ganzen PlayStation 3-Spiele, die haben überall dieses Zeilenflimmern gehabt und das war halt alles irgendwo hässlich und so verpixelt und alles und ich fand das Portal 3 hätte eigentlich auch ein Spiel aus der PlayStation 4 oder Xbox One Generation sein können. Das war, glaube ich, damals eine Portierung von EA, ne? Es war nicht direkt von aber es ist von Valve. Es sieht wirklich so toll aus und auch es hatte auch einige Effekte, so grafische Effekte, da habe ich auch dann gestaunt. Und Vielleicht haben sie das Kantenflimmern ein bisschen reduziert, weil jetzt die Grafik nicht ultra komplex ist, aber richtig, es hat schon auch nette Effekte trotz alledem. Ja, es kann sein. Vielleicht ist dann doch irgendwas überarbeitet worden bei der Xbox. Ich dachte PS3, weil PS3 hat ja kein Anti-Aliasing, glaube ich. Oder zumindest kein Hardware-Anti-Aliasing. Ach so, das, ja gut, ich habe es jetzt auf der PlayStation 3 nicht gespielt, nur ich erinnere mich halt, dass die Spiele von der PlayStation 3, die sahen jetzt, glaube ich, im Nachhinein nicht so doll aus. Die waren dann halt, also gute Sitzstellung her. Ich muss auch zugeben, ich habe schon lange kein PlayStation 3-Spiel mehr gesehen. Aber ich kann da nicht mitreden, ich noch nie. Geht's bei YouTube? Entschuldigung. So, ich habe jetzt die CyberSniff 2000-Karte in der Hand. Da sind 9 Ruppelfelder drauf, aber es steht nicht drauf, was sein soll. Kann das jemand kurz mal recherchieren, was das sein soll? Oder kann man da wird dir wahrscheinlich doch erstmal, dann sagst du, gesagt was werden, welches Feld du rubbeln sollst. Ja gut, aber ich spiele das Spiel ja jetzt nicht parallel. Ich rubbel ja einfach mal ohne Spiel. So, rubbel mal ohne gucken. Spiel, sehr schön. Ich fange mal an mit der 1 und sag mal, was ich rieche. Das riecht sehr süßlich und mild. Man riecht tatsächlich noch was. Jetzt bräuchten wir eine Auslösung. Larry 7? Larry 7, CyberSniff 2000. Ja, komisch, ich habe Larry 7 hier, Love for Sale. Ja, die Karte heißt CyberSniff 2000. Das ist Love for Sale, Yacht nach Liebe.
Okay, gut. Hab ich beim Download irgendwie nicht gekriegt. Nee, da kriegt man so keine Kuppelkarten. Also die 1 ist bei mir süßlich und mild. Was soll's sein? Seife. Okay, passt. Moment, nicht weiter sagen. Ich guck bei die 2. Ein ganz bisschen muffig. Kokosnuss. Die 3 ist wieder süßlich. Deo. Das passt ja fast. Die 4 riecht nach nichts mehr. Parfum. So wie die türkischen, wie die billigen Parfums von der Flohmarkt. Bei der 5 müsste ich kotzen. Furz. Und jetzt wird's spannend. Was die 6 ist auch leicht muffig. Kotzen. Unbekannt steht hier. Es ist nicht bekannt, wonach es riechen soll. Muffig. Ich guck mal weiter. Die 7 riecht nach gar nichts. Unbekannt. Aber die 8 ist der Hammer. Riecht sehr angenehm. Venezuelanischer Biberkäse. Es riecht wirklich nach Käse. Okay, ich guck die 9. Moment. Die 9 riecht nach Schokolade. Schokolade. Wow. Ah, ernsthaft? Ja. Und das nach wie vielen Jahren? Wie alt ist der Larry? Ich guck mal auf die Rückseite. 96. Nach 26 Jahren riechen die Dinger noch, ohne dass ich viel drauf rumruppel. Das ist ja Wahnsinn. Aber das passt. Naja, wenn man sich 26 Jahre nicht duscht, dann riecht man auch. Aber schön, die Schokolade stinkt noch immer nach Schokolade tatsächlich. Riecht nach Schokolade. Lustig. Aber der Furz nach einem Furz ist sehr lecker. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Ich könnte kotzen. Und im Spiel ist das eine Szene, wo man Bohnendip essen muss und dann furzt, dann sollst du es halt rubbeln. Nee. Aber trotzdem irre, dass man es noch erkennt. Also, das Furzfeld war eklig. Das habe ich auch eben gesagt, das war richtig eklig. Und ich wusste es logischerweise nicht mehr. Ich habe es auch damals nicht. Ich wollte ja Larry 7 nochmal live im Stream spielen. Das heißt, wird das dann eingeblendet, wo man riechen soll oder wie geht das? Ja, bitte. Genau, dann kommt dann irgendwann so ein Feld. Riechen Sie an Feld, rubbeln Sie an 5 und riechen Sie dran. Das muss ich dann live auch machen. Ich glaube, ich weiß doch nicht live. Das ist ja nichts. Also, klar. Aber da hätte man doch noch ganz andere Sachen machen. Kotze und was nicht alles für Körpergerüche noch entstehen. Weil ich möchte nicht an Kotze riechen. Ich weiß aber nicht, wie das technisch. Sagen wir so rum. Ganz ernsthaft, Miri, das Furzfeld war schon eklig. Und da war kein Fischfeld. Ich meine, ganz. Hallo, Robin. Wie kriegen die eigentlich Furze konserviert? Die hat auch Angst vor Klagen, die Amis wieder. Wahrscheinlich. So Körperverletzungen, wenn da einer irgendwie auf dem Teppich reiert während des Spielens. Ich möchte nicht wissen, wie dieser Geruch auf die Karte gekommen ist, von besagter Karte. Nein, ich will es nicht wissen. Stell dir vor, Robin hätte die Karte designt, da wären halt ganz andere Sachen drauf. Ja, dann wüsste ich zumindest, wie der Geruch da drauf kommt. Okay. Wir haben 3 Bauarbeiter gefragt, wie sie schnell noch ein bisschen Geld verdienen. Ist so die Frage, wie sie das in diese... wie sie das ruppelfähig kriegen, den Geruch. Das geht vielleicht nicht mit allen Gerüchen, ich weiß es nicht. Doch, das ist relativ einfach. Du kannst im Prinzip einen Geruch, kannst du so eine Hülle machen, die du durch das Rubbeln kaputt machst. Sowas wie, aber warum riecht das noch nach 26 Jahren? Weil die Hülle meistens aus einem relativ luftdichten Material ist, zum Beispiel. Aber ich hatte da schon mal gerubbelt. Ja, aber du hast ja natürlich, du hast ja nicht alle Felder aufgerubbelt. Ah, da kennst du mich aber schlecht. Lecker, lecker, lecker. Nein, aber ganz erstaunlich, der Furz funktioniert noch. Das finde ich krass. Also ehrlich, also was haben wir gelernt? Bei Larry stinken Furze auch noch nach 26 Jahren. Nachhaltige Blähung. Ja. Das ist wahrscheinlich das einfachste Feld. Keine Ahnung. Müsste nur Gassi gehen und was mitnehmen. Draufschmieren, Schutz drüber, fertig. Das hoffe ich nicht. Das wird ja so nicht gemacht. Das ist ja hoffentlich Blödsinn. Sagst du. Ich sagte, es ist hoffentlich. Jetzt habe ich mir vor Lachen so heftig auf die Lippe gebissen, dass mir meine Lippe blutet. Na toll. Schade. Oh, lecker. Ich habe gleich auf eine Karte drauf. Blut drauf. Ja, soll ich mal? Nein. Verkauf dein Blut. Ich hätte wirklich gedacht, das ist geruchsfrei inzwischen, das Teil. Hätte ich echt geglaubt. Erstaunlich. Wenn das dann irgendwann tatsächlich auch so als Zerstäuber in den neuen Konsolen mit drin ist, ne? Das wäre doch was für Ingo. Ingo, wie würdest du sowas denn finden, wenn bei den modernen Spielen auch noch ein Geruchssystem mit drin ist? Gab es da nicht auch mal eine Konsole, wo sowas mal geplant war? Ja, ist aber auch schon lange her. Ich habe sowas mal gelesen. Aber das war dann so eine scheiß Konsole. Dann gehst du durch den Wald, alles ist schön, dann fängst du an zu schießen, da riechst du irgendwelche Pulversachen und danach möchte ich nicht wissen, was du noch alles riechst. Aber das wäre doch noch der neueste Trend. Ja, bei Resident Evil gab es auch die Kerze dabei. Nach dem Motto, du musst echt mal lüften, wenn du spielst, ne? Ja, nicht die Toilette verstopfen? Ja. Diese Kerzen, die waren tatsächlich mal zwischenzeitlich ein Trend. Für Fallout 4 gab es auch eine. War die auch mit irgendwie so Leichengeruch? Nee, nicht mit Leichengeruch. Die sollen nur irgendwie so leicht angestaubt gerochen haben. Ah, okay. Aber ist es ekelhaft. Für alle Sinne wäre das doch sinnvoll. Aber dann wird es echt merkwürdig. Dann riechen andere Leute schon in der Wohnung, was du gerade spielst. Das ist auch schön. Also ich kann euch Yankee Candles empfehlen. Die duften herrlich.
Die riechen wirklich gut. Also, ne, da Yankee könnt ihr an euren Karten schnüffeln, wie ihr wollt. Ich ziehe die Yankee Candles allem vor. Ohne nachzudenken. Und alle googeln. Riechen die nach Baumwollplantage? Bleiben. Die riechen nach allem, aber nicht nach Kotze oder Arsch oder sonst was. Podex. Um bei der Natur zu bleiben, in Schweden, da in Nordschweden, da gibt es ja nur sehr viele Elche und ich war in der Walachei. Und in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Höhen von den Bergen, wo ich da gearbeitet habe, hat der Elchstuhl unterschiedlich gerochen und hat auch unterschiedlich ausgesehen. Die Firma gibt es seit 2019 nicht mehr laut. Yankee Candles? Yankee Candles steht, wenn du auf die Seite raufgehst, aber gut, das ist eine Hamburger Niederlassung. Die musste 2019 schließen und wir danken für die schönen Dufterlebnisse. Wir waren aber eben bei Elchstuhl. Warum wolltet ihr denn von diesem wunderbaren Thema ablenken? Genau deswegen, Robin. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!